In diesem kleinen Video, zu dem ich Sie recht herzlich begrüße, möchten wir bei der normalen Inventur nochmal auf diese Zähllisten eingehen. In dem Hauptvideo, der zu der normalen Inventur, das Sie sich vielleicht schon angesehen haben, wurde das Grundhandling erklärt. Deswegen gehen wir in diesem Video nicht nochmal auf diese ganz kleinen und feilen detaillierten Sachen ein, sondern wir wollen jetzt nur eine Situation betrachten. Dazu lege ich schnell eine Inventur an. Unter Anwendungen, Inventur, lege ich schnell eine neue an. Ich sage hier unser kompletter Artikelstamm und sage, ich will mit der Auswahl beginnen. Nun sind wir schon in der Inventur. Sollten Sie das vorhergehende Video vielleicht noch nicht gesehen haben, stellen Sie sich vielleicht jetzt die Frage, was geht es so schnell, das Anlegen von Inventurlisten? Ja, das geht so schnell. Dann gehe ich hier auf unsere ERN-Nummer und nehme einen Artikel und scanne einfach drüber. Barbie Profi 3 springt nun, wie bereits in dem vorhergehenden Video erwähnt, zu dem Eingabefeld des gezählten Inventurbestandes. Hier sage ich einfach mal 10. Nehme ich den nächsten Artikel, sucht Barbie Profi 3 den hier, das ist unser Sommerrock, und gebe ich auch wieder Stückzahl XY ein, als Beispiel 10. Um das Ganze abzurunden, nehme ich jetzt noch einen dritten Artikel. Barbie 3, Profi 3 sucht den wieder und ich gehe jetzt und sage die Zielmenge 5 als Beispiel. Soweit, so gut. Und jetzt nehme ich unseren letzten Artikel, und zwar den da. Und jetzt gebe ich hier eine Zielmenge ein. Ich sage jetzt mal 9.999 oder 99.000. Barbie Profi 3 prüft nun, hey Benutzer, stimmt denn das? Kann das sein, dass du fast 100.000 von dem Ding da hast? Hier können Sie sagen ja oder nein. Der Standard, also der Default, also der Standardwert, steht schon auf den Button Nein, also der Fokus. Sie brauchen bloß Enter drücken, wenn das nicht stimmt. Und automatisch ignoriert Barbie Profi 3 Ihre Eingabe und Sie können erneut den Artikel einscannen und die Stückzahl eingeben. Wenn Sie hier nun, das war in den früheren Versionen so, wenn Sie jetzt hier den ERN-Code nehmen und scannen dann rein, dann springt Barbie Profi 3 gleich zurück, weil er sagt, das kann gar nicht sein. Warum tut er das? Ganz einfach. Hierzu mache ich kurz Microsoft Word auf und nehme den ERN-Code und scanne mal ein. So, Sie sehen, was passiert. Er nimmt diesen ERN-Code, scannt ihn ein und schickt einen Character Return, also das heißt ein Enter hinterher. So, und was passiert dann bei uns? Barbie Profi 3 prüft, ob die von Ihnen eingegebene Stückzahl hier größer als 1000 Stück ist und stellt Ihnen dann die Frage, Benutzer, stimmt denn das? So, ich tue jetzt mal wieder so, größer als 1000. Und was passiert? Barbie Profi 3 oder der Scanner schickt automatisch ein Enter hinterher und sagt, pass mal auf, ich bestätige die Abfrage, die danach kommt, mit Nein. Somit, dass diese von Ihnen getätigte Eingabe verworfen wird. Also da bitte ein kleines bisschen aufpassen. Sollten Sie bei der Stückzahl den ERN-Code nochmal einscannen, das erkennt dann Barbie Profi 3 selber, dass er sagt, das kann nicht sein. Oder es ist extrem unwahrscheinlich, dann müssen Sie es halt von der Hand nochmal eingeben. Und sollte die Stückzahl wirklich korrekt sein, dann müssen Sie einfach diese Abfrage mit Ja bestätigen. Und das tun wir jetzt einfach mal. Ich wollte jetzt den Artikel nochmal nehmen. Und ich gebe jetzt mal hier 99.999 ein und sage mal, die Stückzahl stimmt. So, wenn Sie sowas haben, dass Sie sagen, oh leck, Verzeihung, ist jetzt bayerisch gewesen. ich habe hier einen Fehler gemacht. Wie kriege ich den wieder raus? Sie können jetzt hier Folgendes machen. Sie können natürlich den ERN-Code nochmal eingeben und jetzt eine Korrekturbogen machen, dass Sie sagen, minus, also wenn es ein Stück war, 99998 zum Beispiel. So, dann würde jetzt Barbie Profi 3 von den eingegebenen Inventurbestand die von Ihnen eingegebene negative Menge abziehen. Somit hätten wir 99.999 minus 99.998 ist ein Stück. Okay, soweit so klar. Des Weiteren können Sie natürlich auch über Zusätze und hier zeige Artikel mit Zählmenge mal reingehen und ich mache dieses Fensterchen mal größer. So, damit es vielleicht für Sie besser ersichtlich und nicht so verwirrend ist. Dann haben Sie hier Artikel anzeigen und zwar Inventurartikel. Hier werden Ihnen alle Artikel angezeigt, die Sie in der Inventur oder wo Sie gesagt haben, diese will ich invertieren. Hier können Sie sagen, zeig mir mal die, bei dem ich hier noch nichts gezählt habe oder zeig mir mal die, bei dem ich bereits einen Inventurbestand gezählt habe, indem Sie größer 0 Inventurbestand wählen. Auch können Sie natürlich sagen, zeig mir mal Inventurbestände, die größer als 3 sind
oder 33 oder 1000, wie auch immer. So können Sie unter Umständen Fehleingaben finden, dass Sie sagen, okay, ich brauche den, und nun könnten Sie auf Berichtigen klicken. Wabi Profi 3 springt nun sofort zu dem Artikel und da können Sie nun Ihre, wie vorhin erwähnt, diese Korrekturbuchung vornehmen, indem Sie 99.998 zum Beispiel eingeben und damit Enter bestätigen. Wabi Profi 3 zieht den von Ihnen eingegebenen Wert in diesem Fall ab, weil er ja negativ war, und somit haben Sie einen tatsächlich gezählten Inventurbestand. Also das Finden von Fehlmengen oder falschen Mengen ist eigentlich gar nicht mal so übel, oder beziehungsweise ist relativ cool, weil es auch sehr, sehr einfach zum Handeln ist, und Sie können hier wirklich sagen, okay, wenn Sie eine Inventurliste da haben, wo Sie plötzlich Millionen im Bestand haben, dann können Sie sagen, dann schaue ich doch mal hier genau nach und können dann diese falschen Werte jederzeit oder relativ leicht auffinden und dann auch korrigieren. Ja, das war's schon mit dem Video zur Erweiterung zu der normalen Inventur, und bis bald.